Deutschlands Infrastruktur bröckelt. Marode Brücken, verspätete oder sogar ausgefallene Züge, kilometerlange Staus auf den Straßen und zeitraubende Umleitung. Damit ist jetzt Schluss. Und zwar durch unseren Infrastrukturbo. Prefacts von der Fraktion der Freien Demokraten. Straight out of Bundestag. Kaum zu glauben, aber zurzeit dauert es oft bis zu 20 Jahre vom Planungsbeginn bis zur Inbetriebnahme. Zum Beispiel bei Straßen und Autobahnen oder bei Schienenverkehr und Brücken. Über 20 Jahre. Damit fesselt sich Deutschland selbst. Das nervt nicht nur uns alle, das schadet auch dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Dabei haben wir schon längst bewiesen, dass es auch anders geht. Mit dem rasanten Ausbau der LNG-Terminals. Jetzt nehmen wir auch Schienenstraßen und sogar Wasserwege ins Visier. Denn diese Woche beschließen wir im Bundestag endlich die Planungsbeschleunigung. Das klingt kompliziert, ist es aber nicht. Wichtige Infrastrukturprojekte können schneller gebaut werden, Verfahren werden digitalisiert und Genehmigungszeiträume werden halbiert. Übrigens, 138 Autobahnprojekte werden jetzt beschleunigt. Dafür hat die FDP-Fraktion lange gekämpft. Also Schluss mit bröckelnden Brücken, ausgefallenen Zügen und kilometerlangen Staus. Wir bringen Tempo rein.